ob demnächst ein Bett machen. Zu 100%, wenn ich mir nachher das Video irgendwie mal angucken sollte. Ich glaube, ich werde wieder meine Stimme so derbe hassen. Na, ich erst. Ich glaube, ich höre es mir einfach gar nicht an. Ich guck's mir gar nicht an, das überlassen wir Felix. Das angucken. Ich kann dann entscheiden, ohne Kuh. Nacken beißen, yam yam. Perfekter Themenwechsel. Ja, ich habe die Kuh gesehen, tut mir leid. Reagierst du immer so? Ja. Auch bei deiner Freundin? Ja, nee. Nee, die ist eh gerade beschäftigt. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne von, oh, ein Eichhörnchen. Genau. Das ist ein Klassiker, ne? Ja. Oh Baum, löse dich auf. Ansonsten. Ich glaube, den Gefallen wird er dir nicht tun. Na doch, nach und nach schon. Cool. Fällt ins Loch. Ach, nee, sie hat dich gesehen. Gut, sah aus wie eine Kuh, ist aber ein Schwein. Was hat schon hier? Was ist das denn? Schinken! Oh, ich habe Pilze eingesammelt. Schon wieder? Ja. Ey, die zu Pilz zu bewähren, bist du alt im Grau. Ich habe eine Freundin, die kann das. Ich habe nicht gesagt in der reellen Welt, sondern hier. Naja. Ach, du lässt die Frau gleich mal eiskalt wieder kochen. Ah. Hey, kann man eigentlich Äpfel kochen? Tja, Chris. Du musst mal um das Erz herumbuddeln, da findest du garantiert noch mehr. Es geht Menschen wie den Leuten. So, wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich? Oder 40? Wird erstmal für den Anfang reichen. Kann man das verrottete Fleisch eigentlich? Nee, kann man nicht, schade. Und essen sollte man es vielleicht auch nicht. Und das Ei, nee. Aber hier hab ich noch rohes Rindfleisch. Na gut. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Ich hab dann auch noch ein bisschen was. Lass schmecken. Jep, schnopp, schnopps. Hier hab ich noch ein Apfel. Und ein Ei hab ich. Ach, verdammt. So, verdammte rechte Maustaste, ey. Mann. Die klemmt wohl. Ja, die bleibt immer kleben. Weißt schon, dass das jetzt ein perfektes Eigentor war. Wieso? Rechte Maustaste. Bleibt immer kleben. Welche Hand ist wohl immer dort? Nee, ist er nicht. Bei dir vielleicht, aber bei mir nicht. Bei mir klebt nichts. Das war die Tastatur. Ja. Da kleben alle Tasten. Nee, nur bei der Milchseite. Das Fleisch schon wieder. Das Fleisch macht einen Abgang. Sollst vielleicht doch mal den Duden aufmachen. ein anderes Wort für finden? Nee, das wird nicht. So. Wir müssen demnächst mal gucken, dass wir vielleicht ein kleines Feld anbauen irgendwie, ja? Ein kleines Feld. Ein kleines Feldchen, damit wir wenigstens... Ja, deswegen hab ich doch extra diese Linien da gezogen. Also, Wasser klein da näher. Naja, aber eher, dass man hier durchfließt. Dann kann man doch nachhelfen. Ja, mit Gewalt. Mit Creeper. Aber erstmal müssen wir Saat finden, hä? Da hab ich nämlich noch gar nichts. Ich hab schon eins. Yeah. Voll, ne? Super. Warte mal, ich guck mal, was man hier findet noch. Ah, ich hab jetzt auch eins. Zwei. Kommen wir doch schon weit voran. Wie viel Brot kriegt man daraus später mal? Hab ich grad nicht im Kopf. Scheiße. So, 5 Saat habe ich schon mal. Chrissy, das war ich, lag aber daran, die Truhen sind im Weg. Was wolltest du denn da noch machen? Ein Dach. Oder eine zweite Etage, üblicherweise. Sah aber komisch aus für eine zweite Etage. Das war ein Ansatz. Das war ein Vordach. Das waren schon die Dachstufen.
So, 7 Saat. Auf den Ruffy warten wir immer noch. War dann ja irgendwas von 5 Minuten? Also die 5 Minuten sind auf Garantie schon um. In den 5 Minuten ist er eingeschlafen. Ja, ich glaub's auch. Oder nicht. Er hat festgestellt, dass irgendwas schiefgegangen ist und er muss neu starten. Dann würde ich aber sagen, kann er es echt verschieben auf ein anderes Mal. Ich glaube, ich bewege mich mal langsam, wenn ich es finde. Ah, da. Ach du Scheiße. Ja, das wird jetzt ein langer Weg. Naja, toll. Und die Zombies sind auch schon da. Und die Spinnen. Was, Ragnarok? Was willst du denn jetzt mit dem Spiel? Das war ein schönes Spiel gewesen. Ach, auf der Tastatur eingeschlafen. Aha. Bei dem Spiel? Ist mir passiert. Na, wir... Na gut, du bist da nicht so leicht zu begeistern für solche Spiele. Nee, nee, das lag an was anderem. Wir saßen da in... Wo war das? Irgend so eine Wüstenstadt irgendwie in Marokko? Marokko war eine... Die Wüstenstadt, ja, das war Marokko, genau. Ja, jedenfalls saßen wir dort links und haben dort ein bisschen rumgequatscht und irgendwann... das nenne ich mal Epic Fail. Oh, Gott sei Dank noch pünktlich ins Haus geschafft. Das müssten übelste Spinnen und Skelette hier im Haus warten, ey. Boom. So, 13 Saat tue ich mal in der Truhe. Ich habe ein Leder zwischendurch mal gefunden und ein Apfel. Du hast ein Leder irgendwo gefunden? Schön, an der Kuh oder? Keine Ahnung. Das Leder ist mit der Kuh rumgerannt. Ich weiß es nicht, ich habe es nur gefunden. Aber schön, dass du so gütig warst, um es aufzusammeln. Ja, naja, dann brauchen es vielleicht, weil Chrissy hat noch gar keine Rüstung und ich denke mal, irgendwann wird sie es auch mal brauchen. Ach, ganz ehrlich. Obdachloses Leder. Ganz ehrlich, Chrissy, ich mach schon ab. Du musst ja nicht voll gerüstet sein in so einer Mine. Ja, naja, in der Mine nicht, aber woanders halt. Mein Holz. Ach, scheiß drauf. So, runterfallen. Was Rüstung ist, was für Weicheier. Naja, wirst du denken. Also Jojo. du hast auch ein Harnisch an. Ja und? Weil er aber so stylisch aussieht. Verdammt, Weicheier. Ja, Chrissy, darf ich dich in deine Mine schubsen? Das könnte vielleicht wehtun. Funkgerät funktioniert nicht mehr. Schnief. Na, sie hat auch ausgemacht. Ich weiß. Weil du dich beschwert hast. Naja, hauptsächlich der Ruffy war's. Aber egal. Wir wollen jetzt keine... Das interessiert doch nicht, er kann doch nicht... Na doch, er hört doch bestimmt noch zu. Kann er ausmachen. Bringt ja eh nichts. Will ja eh nicht. Reagiert nicht mehr und... Hält wahrscheinlich noch ein Video hoch oder so. Dann schlage ich den persönlich. Dann fahr ich morgen extra bloß bis zum Küchweitring und luft den Rest bis zu euch. Und dann schlage ich ihn. Viel Spaß. Muss man bloß mal seine Adresse geben. Hau ihn auf die rechten Finger. Wieso auf die rechten? Weil er da vom Victor schon ein paar drauf gekriegt hat. Achso, wer ist Victor? Einer aus meiner Klasse. Aha. Also, nichts Gescheites halt. Hat letztens einen Vortrag über Einstein und Lorenz Transformation gehalten. Die ganze Klasse. Hä? Perfekt. Und wenn dann der Lehrer das noch macht, kommst du immer mit einer 1 weg, weil der Lehrer einfach keinen Schimmer hat. Ja, unsere Physiktante, die hatte da schon Ahnung. Das Problem war bloß... Die Klasse war blöd. Victor kann nicht erklären und die Klasse macht sich irgendwie gerne über Intelligenz lustig. Also, Das sind dann meistens die Bauarbeiter oder so werden. Oder Leistungskurs Deutsch. Ja, und die waren dann Deutschlehrer. Ja. Ja, jetzt weißt du, warum die so doof sind. Warum ich kein Deutsch genannt habe. Ja. Und warum wir Bushido als Rapstar hatten und nur so ein Scheiß. Na, da kann man alles drauf schieben. Warum alles über deine Mutter geht und etc. Ach, keine Ahnung. Ach nee. Ach ja, die Mutter und Alter. Naja, egal. Thema Wechsel, Blöcke. 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 Block it like Beckham. Nee, das Thema ist auch nicht gut. Hey, ich habe einen zweiten... Moment. Was hast du? Einen zweiten Ausgang gefunden. Kiesel. Den sollte man vielleicht so schnell wie möglich zumachen, damit keine Viecher reinkommen. Nee, das war ein interner zweiter Ausgang.
Geht's ja. Ach, wenigstens wird der Arzt gefunden. Jetzt muss ich überlegen, wie macht man die scheiß Hose, also die, ja. Verdammte. Ah. Ruhe geht echt nicht auf. Obwohl, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn es reichen dürft. Wer weiß, wie viele Steine ich ja nach und nach immer mehr aufsammle. Shit, keine Spitzhacke mehr. Das war Sackgasse. Was zum? Was denn los? Da hat irgendwas gerade ganz komisch geklungen. Mach ich vielleicht, keine Ahnung. Was kann man noch anbrennen? Nichtens. Irgendwas an Melodie kam so. Hui. Keine Ahnung, was das war. Oh mein Gott, ein Jojo und Nein, davon nein, nein, nein. Wildbahn. Meins, meins, meins. Ah, Schwein Keine gehabt. Sorge, ich klau dir nicht. Es ging gerade um 8 Eisen. Ja und? Ja, meins. Das Eisen gehört ja auch noch mir. Ein paar Stücke klaue ich mir auch schon mal. Meine Fresse. Ich gehe Das mit. ist doch bloß ein Spiel. Meins, meins, meins. Ach Quark, damit will ich nicht arbeiten. Zack, zack. Irgendjemand hat geschrieben. Echt? Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Mal Stark kurz. hat sich bloß mal wieder gemeldet. Was ist? So. So, jetzt muss ich kurz gucken. Ich brauche eine Schaufel. Mach Schleimblitzen aus Eisen. So, ich buddel mal dein Grab. Jemand hat vor. Chrissy, das nächste Mal machst du nicht die Türe zu, wenn ich rausgehe. Felix, lebst du denn noch? Schreibe. Rico erwähne dann alles. Ja, er lebt anscheinend noch. Ja, er schreibt oder ja, er lebt noch. Kannst du mal nachgucken, was er schreibt. Das kann man dann mal aus. Ja. Er schreibt ja. Gut. Wie lange dauert's denn noch, Felix, Robby und so weiter. Ach, blub. Oder kann er nicht connecten? Das hätte er wenn dann schon geschrieben, oder? Ah, ich glaube, wenn er genervt ist, dann schreibt er gar nichts mehr. Warum hört er uns denn noch zu? Ach Mist, jetzt habe ich die ganze Saat noch drin. Na, macht Spaß, Chrissy, auf dem Dach. Auch nonverbale Kommunikation. Ach nee, nonverbal wäre es ja jetzt nicht. Nonverbal. Wie betonen wir das am Blödsinn? Schriftliche Kommunikation kann auch lustig sein. Hört man es nur noch klicken, herrlich. Klick, 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 klick. Na, wie so ein Mausezeichen. Ja. Blub, blub. Oh. Er schreibt. Essen lebt noch. Muss ins Bett. Mami hat angerufen. Genau. Mami erlaubt mir nicht so lange wach zu bleiben. Ist schön fies, sich über andere lustig zu machen. Aber irgendwo macht's Spaß. Er kann also schon wieder nicht joinen. Und es ist schon der zweite Server. Er konnte nämlich zu mir schon gar nicht und dann auf den V-Server auch nicht. Wollte ich mir aber Gedanken machen. Richtig, weil wenn alles funktioniert, außer bei